Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wochenblog. Ich werde euch durch die Woche wieder ein bisschen mitnehmen. Heute ist Dienstag und ich sitze gerade im Wohnzimmer, wie ihr vielleicht seht. Hier ist der Kleine, der spielt hier gerade. So süß. Hallo, Mahi. Es ist gerade noch richtig am Morgen. Der Papa hat jetzt gerade noch eben sein Porridge gefrühstückt. Die Kinder sind auch alle schon in Schule und Kindergarten. Bei uns geht es ja recht früh, recht flott schon los. Und jetzt sind alle Kinder versorgt und jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten. Ihr habt ja auch unter dem Foodhaul-Video zahlreich geschrieben, dass ihr auch das Lunchbox-Video freut. Und ich weiß, ich kriege so viele Nachrichten auch auf Instagram immer wieder. Wann kommt denn jetzt ein Lunchbox-Video? Deswegen, hier ist auch der Papa. Hallo. Haben wir uns jetzt hergesetzt und planen jetzt das Lunchbox-Video und schreiben uns so ein paar Ideen auf, die wir so haben, damit ja bald ein Lunchbox-Video kommt. Also wenn alles so irgendwie geplant abläuft, dann werden wir es morgen schon drehen und vielleicht ja kommt es nächste Woche online. Also ich will ja nicht so viel versprechen, weil es ist echt eine stressige Woche, viel zu tun einfach und deswegen mal schauen. Aber deswegen machen wir das jetzt. Der Kleine ist ruhig, die Kinder sind nicht da, deswegen werden wir jetzt die Zeit nutzen und ein bisschen planen. Wir sind fertig mit dem Plan. Wir haben jetzt den Wochenplan. Okay. Wir haben jetzt den Lunchbox-Plan gemacht. Und wann gehen wir einkaufen? Am Nachmittag. Wir gehen am Nachmittag dann die Zutaten einkaufen, sodass wir morgen gleich in der Früh, wenn die Kinder dann alle aus dem Haus sind, sofort starten können, weil es die beste Zeit ist, einfach um sowas zu machen. Da ist maximal der Kleine da und der, ja, wenn wir ihn beschäftigen, dann geht das schon. Einer von uns dreht das ja. Und ja, jetzt muss ich Mittagessen kochen. Ich habe jetzt den Thermomix schon angemacht. Ich habe für heute, ich habe heute Paprika geschnetzeltes oder so. Ich vergesse, wie das heißt. Paprika Budengulasch. So heißt es. Also, so schaut das aus. Ich plane ja das Essen immer. Das habe ich ja im Foodhaul schon gesagt, dass ich das Essen immer durchplane. Somit habe ich einen Plan und erstens ist es auch beim Einkaufen viel einfacher, kann mich an dem, also können uns an dem einfach orientieren und wir sind nicht mehr so gestresst am Tag über, weil wir immer so früher uns überlegt haben, was kochen wir jetzt und das ist ja viel chilliger. Ihr könnt euch übrigens immer noch bei mir melden, falls ihr aus Österreich seid. Ich habe richtig tolle Thermomix-Aktionen aktuell. Ich habe mir gedacht, ich blende die einfach ein. Ja, warum nicht? Ja, normalerweise mache ich das immer auf Instagram, ihr könnt mir dort auch gerne folgen. Diana Diamanta Thermomix, blendet euch hier ein. Und in der Infobox bin ich ja auch verlinkt. Und ich werde aber auf jeden Fall jetzt hier die Aktionen einblenden, weil es sind echt so viele, dass wenn ich das nur kommuniziere, man das sich nicht merkt. Deswegen viel Spaß beim Schauen. Das Essen kocht vor sich hin und die Kinder sind schon von der Schule im Kindergarten, wie ihr vielleicht hört. Und die Lara macht schon brav Hausaufgaben. Ich werde jetzt auf jeden Fall ihre Stifte spitzen, weil
das meine Aufgabe ist, hat die Lehrerin gesagt, beim Elternabend. Und ich habe mir da so einen echt coolen Spitzer gekauft bei Amazon. Der ist elektrisch, der ist mega cool. Ach, das gehört Michelle. Das gehört mir. Entschuldigung. Und alle. Ja, eigentlich gehört uns nein, alle. Das gehört doch Michelle. Wer sagt das? Die Michelle wahrscheinlich. Aber das ist so cool, mit denen zu spitzen. Wir machen noch Reinstecker und Grütken und dann wird das nicht kriegen. Genau. Aber Lara, du machst bitte Hausaufgaben weiter. Okay, Mama. Nee. So satisfying. Und dann wieder Mama. Nein, das darf nur ich. Ich habe richtig Angst, die Luisa hat das Baby. Kannst du noch erinnern? Weißt du noch, wie das Baby? Sie hat sich ihren Fingernagel gespitzt. Sie hat ein Loch, also jetzt nicht in den elektrischen, sondern in so einen. Hat sie ihren Finger reingesteckt. Und so gespitzt. Zu lange geblutet. Ich habe Angst, dass du deinen Finger reinsteckst. Das ist meins. Deswegen darf nur die Mama damit. Oder die Michelle, aber ihr nicht, ihr Kleinen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Freitag. Und wie ihr gesehen habt, hat der Papa gerade soeben die Kinder weggefahren. Also Kindergarten, Schule. Und die zwei Großen hat er zum Bus gefahren. Das ist jetzt nämlich auf demselben Weg. Deswegen nimmt er die Großen immer mit und lässt sie dann im Bus raushüpfen. Ja, heute ist Freitag und heute, was steht denn heute an? Also Arzttermine, genau, wir müssen heute zum Zahnarzt und Papa hat auch einen Termin. Und dann gehen wir am Abend essen, das haben wir uns ausgemacht, am Freitag gehen wir essen. Ich wollte euch eigentlich vorgestern eigentlich auch mitnehmen, ich wollte so einen Wochenvlog machen, aber das habe ich leider nicht geschafft. Es war gestern so ein arbeitsreicher, stressiger Tag. Ich war gestern nämlich für eine Instagram-Kooperation auf einer Store-Eröffnung. Und das war halt so viel zu tun für mich, dass ich einfach gar keinen Gedanken daran verschwendet habe, überhaupt zu vloggen. Das wäre sicher für euch auch interessant gewesen, aber leider nicht möglich zu vloggen, ja, weil es so stressig war. Ich werde euch auf jeden Fall trotzdem den Tag mitnehmen und jetzt mache ich mich mal fertig. So, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich jetzt schon fertig gemacht. Ich habe jetzt vorhin auch noch schnell für Instagram einen kleinen Haul gedreht. Ich war ja gestern bei einer Shop-Eröffnung und habe da ein paar Sachen eingekauft, die ich mir selbst gekauft habe, also für die Kinder und für mich auch zwei Teile. Die habe ich auf jeden Fall jetzt kurz auf Instagram hergezeigt, weil die Community von Instagram das gerne sehen wollen würde, sehen wollte. Weil sie sehen wollte, habe ich das schnell abgedreht. Und der Kleine schläft mittlerweile. Der Papa ist jetzt auch schon wieder los, die Mädels zu holen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, habe ich das Gefühl. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch was am Computer machen. Aber haben wir gedacht, dass ich euch auch die Sachen zeige, weil ich weiß, ihr mögt ja gerne so kleine Hauls, wo ich euch zeige, was ich kaufe. Und ich stelle euch, glaube ich, dafür mal kurz ab. So sollte es gehen, oder? Ich zeige euch die Sachen, die ich gekauft habe für die Kinder. Ich habe ungefähr 100 Euro ausgegeben und habe einmal diesen Ball mitgenommen. Das ist ein Ball für den Kleinen, das ist ein Spielzeugball. Und dann diese goldene Hundesparbüchse. Das Ganze ist so ein Deko-Element, aber es ist so eine Sparbüchse. Und ich fand das ganz passend, weil wir ja 5 Hunde haben und wir noch kein Deko. Als Hund-Symbol da. Tja, deswegen habe ich das gekauft. Und dann habe ich Klamotten gekauft für die Kinder. Ich war gestern bei Pepco. Vielleicht kennen das die ein oder anderen von euch. Pepco ist ja eigentlich aus Polen. Und jetzt hat sie in Österreich auch eröffnet. Und es hat wirklich schöne Kinderkleidung. Wirklich sehr schöne Kinderkleidung. Und vor allem Babys fand ich nochmal viel, viel schöner. Also ich war so kurz davor, so viel zu kaufen. Und gerade beim Kleinen reiße ich mich immer so zusammen, nicht zu viel zu kaufen, weil er wächst wirklich sehr schnell und hat gewisse Sachen wirklich nicht lange an. Deswegen muss ich mich da immer zusammenreißen. Egal, ich zeige euch auf jeden Fall schnell die Sachen. Also, ich habe diese süße Leggings für die Lara. Meine Mädels ziehen übrigens total gerne Leggings an, weil das einfach bequem ist und sie in der Schule und im Kindergarten einfach so mit sich ein bisschen freier fühlen. Ja, diese Leggings hat 2,50 gekostet, also mega günstig sind die Sachen zusätzlich noch auch. Dann habe ich ihr auch ein langärmeliges Shirt mitgenommen, Too Cool for School steht da drauf. Ist auch für die Lara, hat 2,50 gekostet. Für die Lara habe ich dann auch nochmal diese Leggings mitgenommen, das ist so schwarz mit weißen Punkten, hat auch 2,50 gekostet.
Für die Luisa habe ich dieses süße Shirt mitgenommen. Hat so einen herbstlichen Look, finde ich. Und ich finde, es hört ein bisschen aus wie Luisa. Dieses Mädchen. Und dazu habe ich ihr so eine Leggings gekauft. Fand das so ganz cool. Das passt so ganz gut dazu, die Farbe. Und die Leggings hat 2 Euro gekostet und das Shirt 2,50. Also mega günstig. Dann habe ich diesen Body mitgenommen für den kleinen. Schaut mal, wie süß das ein Dino. Da steht Let's Meet My Friend. Und der kommt hier aus der Brusttasche raus. Einfach mega cute. Ich finde übrigens Dinos mega süß beim Kleinen. Deswegen habe ich ihm ganz viele Dino-Sachen gekauft. Für die Luisa habe ich auch nochmal so ein Dreier-Set Bodies mitgenommen. Die Luisa schläft total gerne in Bodies. Deswegen habe ich ihr nochmal welche in größer mitgenommen, weil ihre jetzigen sind schon sehr, sehr klein. Und dieses Set hat 5 Euro gekostet. Das sind 3 Stück drinnen. Mega. Dann habe ich für den Kleinen diese Jeans-Jogger mitgenommen. Also eine Jogginghose, die eine Jeans ist und so bequem und so stretchy und comfy und so washed out. Also mega cool. 5 Euro hat die gekostet. Ist ja mega günstig, oder? Voll cool einfach. Ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Dann dieses süße Hemd. Schaut mal. Also so, Hemd für den Kleinen. Und das ist ein Body. Das ist so süß. Also ich fand das so süß. Das hat mich so angesprochen, musste ich gleich mitnehmen. 5 Euro habe ich dafür gezahlt. Dann habe ich noch so ein 2er-Set Bodies mitgenommen. Auch wieder mit Dinos. Hier dunkelblau mit gelbem Dino und hier mehrere Dinos. Und dann nochmal Dino Overall. Auch für den Kleinen zum Schlafen. Hat, achso, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das hat 5 Euro gekostet, das Set. Das Hemd hat auch 5 Euro gekostet. Und das hat, ich glaube 4 Euro. Ich meine 4 Euro für ein Overall ist ja echt mega günstig, oder? Und dann diesen Dino Pulli, also Sweater. Fand ich gut. Dino Hero. Ja, wie ihr seht, ich bin eine Dino-Närin. Und dieser Sweater hat 2,50 gekostet. Mega cool, kann man dem Baby einfach so ein Body anziehen und dann nochmal das und es ist super kuschelig angezogen. Und für mich diese coole Jacke. Und die Jeans. Wartet, ich zeige es euch, ich drehe euch um. Also, schaut cool aus, oder? Diese Jacke und die Michelle. Für die Michelle habe ich das selber genommen, weil die mag ja auch solche Jacken in Karo. Und hinten, schaut mal, ist sie lang. Ja, und diese Skinny Jeans für mich. Mit so ausgeschnittenen Knien. I liked it. Jetzt ist Hausaufgabenzeit. Lara und Luisa hat ja der Papa geholt vorhin. Und wir haben auch Mittag gegessen. Und jetzt ist Spitzzeit, okay. Bitteschön. Die Lara macht jetzt Hausaufgaben, damit wir am Wochenende frei haben, oder Lara? Mhm. Wir müssen das Wochenende viel lesen, deswegen machen wir das jetzt. Macht es jetzt schnell. Schreibhausaufgabe. Es gibt doch da Stifte, die gefitzt. Okay, ich liebe es, mit diesen Stifter zu spitzen. Ich so, so lustig. Ich weiß. So lustig. Komm, Lara, schreib. Ich hab gedacht, du willst zuerst den Igel machen. Mach's doch. Doch, der hat's ja schreiben. Ah, ja, stimmt. Du bist ein braves Mädchen. Mach jetzt Hausaufgaben, du Quatschkopf. Dann muss ich das bitte. So, jetzt habe ich alles gespitzt, oder? Die auch? Ein bisschen. Alles gut. Habe ich jetzt alles gespitzt. Hast du die Bleistifte? Spitzt du die immer selber? Nein, ich muss die nicht spitzen, weil die bleiben immer spitz. Die bleiben immer spitz? Zauberei, der ist nicht spitz. Es geht nicht. Könnt ihr deinen Ring noch abgeben? Ja. Schreibt so schön. Das ist ein braves Mädchen. Na komm, konzentrier dich mal. Da. Ich hab eine schöne Kinder. Darf ich mal zeigen, wie schön du schreibst? Wie hast du? Das kleine. Moment einmal, das mache ich schon.
So, wir lassen jetzt auf jeden Fall die Lara ihre Hausaufgaben machen. Ich bleibe jetzt bei ihr. Während sie Schreibaufgabe macht, bin ich immer bei ihr, um eventuell auszukorrigieren und mir zu sagen, das war jetzt nicht so schön, mach mal bitte nochmal. Und ja, die ist eh sehr tüchtig, die macht das ganz toll. So, meine Lieben, jetzt ein Sprung hier in den Vlog. Wir sind unterwegs. Was geht's hier, weil ich muss da oben fahren. Bin mit einem Teil der Kinder, also eigentlich mit 4 von 5, in Wien. Weil wir jetzt zum Mapiano essen gehen und wir schauen uns den neuen Ikea an, der in der Stadt aufgemacht hat. Hier ist die Lara, hier ist der Philipp und Patrick und Luisa sind da vorne. Und die Michelle ist mit Papa, weil die Michelle heute länger Schule hatte. Oh, vielleicht gehen wir doch lieber auf die andere Seite, Patrick, weil da ist staubig. Nein, komm, oder? Gehen wir lieber rüber. Boah, der Geruch ballert richtig. Boah. Mach die Augen zu. Wir hätten gar nicht über die Straße gedeist. So. Und schaut euch mal das. Und das ist der neue Ikea, der am Wien Westbahnhof aufgemacht hat. So riesengroß, mitten in der Stadt. Wir konnten uns das überhaupt nicht vorstellen, wie das ausschaut. Schaut irgendwie gewaltig aus, irgendwie so ungewohnt. Weil hier war früher alles offen und jetzt ist einfach der Ikea, voll krass. Und bevor wir uns den Ikea anschauen, gehen wir zuerst zum Papiano was essen. Ja. Ja. Baba. Schon krass, oder wie das auch. Aber ich habe hier einen Parkplatz gefunden in der Gasse, wo wir früher mal gewohnt haben. Aber ich kann keinen Parkschein ausfüllen. Ja, aber kannst du ja mir sagen. 4,10 Euro, das ist das Flughafen. Aber schon schön, oder? Zu McDonald's gegangen und dann hatten wir kein Zeit mehr zum Hotel. Wir sind mit McDonald's gegangen, da war so eine fette Schlange, da sind wir hochgegangen. Aber ja. Karte gezahlt? Mit Karte. Nein, ich habe nicht mit Karte gezahlt, ich hatte eh gerade 40 Euro. Ich habe mir 10 Euro für den McDonald's abgehoben, aber dann war es so eine fette Schlange. Ich hätte gerne so McDings gegessen mit Käse. McDings mit Käse, alles klar, McDings. Ich bin immer so geflasht von diesen McDonald's, sozusagen, von diesen Ikea. Oh, geiler McDonald's. So krass. So, wir sind jetzt schon am Essen. Yes, Max. Patrick hat eine Pizza. Die Lisa kriegt die Hauptpizza. Der Papa hat Pizza Capricciosa. Der Salami. Lara hat Kinderpizza. Und, Kinderpizza? Kinderpizza. Kinderpasta. Entschuldigung. Und hier haben wir nochmal diese Spaghetti mit diesem Hackbällchen, mega lecker. Der Papa isst nämlich das und die Pizza, weil die teilt ja auch mit der Luisa und so weiter. Ja, und ich muss hier auf jeden Fall den Kleinen mal. Ja. Oh, 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 gut, gut. Warte, Luisa, weil das ist noch heiß. Okay. Das ist meine. Die Mama und die anderen Ratten sind in der andere Richtung gegangen, weil die sind mit dem zweiten Auto nach Wien gefahren. Wir haben heute 2 verschiedene Termine gehabt, deswegen sind wir mit 2 Autos unterwegs. Und wir sind heute nicht mehr zu Ikea gegangen, weil es schon spät ist und ja, zeitmäßig geht sie nicht mehr aus. Die Kinder sind auch ziemlich müde, weil heute war noch Schulzeit und ja, deswegen, aber wir kommen bestimmt nochmal nach Wien und besuchen mal den Ikea-Geschäft. Magst du die Karte einstecken? Nur zu schauen, wo der ist. Das. Genau. So. Nein, nicht dort. So. Nein, da links. Wo? Oh. Ja, links, wo das leuchtet. Da. Ja, genau. Sorry, geh mich nicht auf. 12.30 Uhr, bist du wahnsinnig. Kommt Rechnung? Gib. Kommt da keine Rechnung? Ah, da kommt. So. Gib. Das muss ich jetzt hier reingeben. Ich mag drucken. Was machst du? Weißt du, welche Etage noch wir gepackt haben?
Richtig. Also 12,30 Euro muss ich sagen, wirklich, also es ist nicht günstig. Aber da im Bereich Westbahnhof kannst du vergessen mit dem Parkplatz. Das heißt, entweder du zahlst das oder weiß ich nicht, du nimmst das Auto mit. Ja, sehr, sehr schwierig mit dem Parkplatz. Selbst hier mit 12,30 Euro, mit 4,10 Euro pro Stunde ist der Parkplatz randvoll. Naja, fast randvoll. Mein Auto! Nein. Welche Karte? Die rote ist für die Lara. Tschüss. Guten Morgen, meine Lieben. Jetzt sind wir alle. Jetzt diesmal mit Stimme. Ich mache gerade den Zahnarzt mit dem Shirt. Auf jeden Fall, ja, Kinder sind alle weg, wie ihr seht. Ich habe so ein Frühstück gemacht, Papa hat uns was gekauft, einen Kaffee. Und jetzt müssen wir arbeiten, jetzt haben wir uns jetzt hier vorbereitet. Wir haben einiges zu tun, privat, so der Arzttermine machen. So viele Kinder, das ist ein richtiges organisatorisches Ding. Ein privates Leben haben wir auch noch. Ja. Und jetzt bin ich gerade so, muss hier warten. Ja, nämlich hat nämlich so einen Wackelzahn, der nicht raus kann. Ja, stimmt, ja. Ja, guten Morgen. Ich bräuchte bitte einen Termin für meine Tochter Michelle. Der kleine Band. Ja. Kein Kontrolltermin. Ich bräuchte einen Termin jetzt, weil sie hat Schmerzen bei einem Milchzahn, der nicht raus kann. Und der obere Zahn wächst oben raus, also darüber. So, sorry, unser Akku war jetzt erschöpft und ist ausgegangen. Der Kleine ist mittlerweile auch wach geworden, wie ihr seht. Ich habe meine kleine Snicke. Die kleine Snicke ist wach. Hier. Ich möchte auch mitarbeiten. Er hat sich schon den Stift genommen und wird jetzt anfangen zu schreiben. Ja, meine Lieben. Und wir werden jetzt einfach mal frühstücken. Unsere Nussschnecke und für den Kleinen muss ich auch noch was zubereiten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Yeah.